Bitterman, machen Sie die Tür zu. Einsteigen. Nicht Sie, Bitterman. Doch Sie, Bitterman. Stopp mal. Was seid ihr denn für eine Truppe? Good luck, everybody. Arthur ist ein milliardenschwerer Playboy-Trunkenbold, der niemals erwachsen werden musste. Er ist das sprichwörtliche Kind im Manne. Es ist höchste Zeit, die Kindereien hinter sich zu lassen. Arthur liefert einen Skandal nach dem anderen und so plant seine Mutter, um ihre Firma zu retten, seine Zwangshochzeit mit Susan Johnson. Du heiratest Susan Johnson oder der Geldhahn ist zu. Ich heirate dann, wenn ich mich verliebe. Du hast soeben 950 Millionen Dollar verloren. Eigentlich ist Susan doch eine ganz besondere Frau. Er willigt ein in die Hochzeit mit einer Frau, die er nicht liebt. Doch gerade als er das tut... Und jetzt befinden wir uns in der Grand Central... Entschuldigung. ...trifft er die Liebe seines Lebens. Es gibt da so ein Mädchen und ich glaube, dass sie ihn beflügelt. Er wird heiraten. Los, aufs Pferd. Nein, ist okay. Ich helf dir. Auch, du bist dafür nicht ausgebildet. Ei, 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 ei. War doch gar kein Problem. Du kannst ohne das Geld nicht leben. Ich suche mir einen Job. Ich bin ein erwachsener Mann. Das ist jetzt kein Widerspruch zu meinem letzten Satz. Seine Nanny, seine beste Freundin Hobson, wird gespielt von der wundervollen Helen Mirren. Sie ist eine Ersatzmutter. Arthur, deine Mutter hat angerufen. Sie möchte dich heute früh sehen. Ich bleib hier und boxe weiter mit Evander. Und dann habe ich meinen Musikunterricht mit Kanye West. Au! Das hat wehgetan. Helen ist eine Offenbarung. Als Hobson ist sie unglaublich amüsant und warmherzig. Aber auf sehr ernsthafte Art. Yes. Verstand, Schniedel. Und zwar gründlich. Helen Mirren hat die Queen gespielt. Dass ich sie hier schikanieren durfte, war eine große Befriedigung für mich. Du verstehst nicht, dass hier eine makabre Verschwörung im Gange ist, mit dem Ziel, mich in eine Vernunftehe zu pressen? Greif in deine Tasche, hol den blöden Ring raus und sag die vier kleinen Worte. Okay, ich liebe dich nicht. Oft bin ich in romantischen Komödien das gute Mädchen, aber es macht auch Spaß, einmal unartig zu sein. Ich sitze auf einem Pferd hinter Jen, was gewisse Vorteile hat. Wann dürfen sich meine Hoden ausruhen? Aber der Nachteil ist, dass aus meinen zwei Eiern jetzt eins geworden ist. Das ist wie ein nasser Sack Erde. Freut mich, dass ich das hören durfte. Er kommt nur an sein Geld, wenn er die Hochzeit mit ihr akzeptiert. Aber dann trifft er Naomi, gespielt von Greta Gerwig. Meine Gedanken rasten, mein Herz hämmert! Meine erste Verfolgungsjagd! Fantastisch! Lass mich durch, ich bin ein Freigeist! Für sowas lebe ich! Russell und ich neigen beide dazu, sich mitreißen zu lassen. Wow, das ist ja fantastisch! Wenn du auf Decken stehst, ich habe eine bildhübsche Decke über meinem Bett. Das klang jetzt frech, war nicht so gemeint. Und sie leuchtet. Danke für die Info. Ich durfte Greta Gerwig küssen, ich durfte Jennifer Garner küssen und auch Helen Mirren. Okay, der letzte Kuss stand nicht im Drehbuch, ich hab's trotzdem getan. Oh mein Gott, das ist wohl das Ende meiner Karriere. Aber das ist in Ordnung, ich gehe mit einem großen Knall. Drei tolle Frauen und ein Playboy, der sich entscheiden muss. Arthur. Wählt er die Hochzeit und das Geld oder die Liebe? Wenn du irgendwo allein sitzt, dann bringe ich dir auch ein Sandwich. Dann setze ich mich irgendwo allein hin. Wie im Märchen, Liebe oder Geld? Was ist so hinreißend an Arthur, der von Russell Brand gespielt wird? Russell ist wirklich schnell. Mit ihm zu spielen ist wie Blitzschach. Und es ist großartig, wenn man ihn zum Lachen bringt. Russell Brand in einer romantischen Komödie voller Witz und Tempo. Arthur. Aufsetzen, bitte. Ich denk gar nicht dran. Sag mal, wasch dein Schniedel. Wasch dein Schniedel. Ab 5. Mai im Kino.